Ich beginne ganz herzlich mit einer herzlichen Begrüßung. Hier ist Ulf Lunge. Er betreibt gemeinsam mit seinem Bruder die Lunge Lauf- und Sportschuhe GmbH. Das ist eine sehr bekannte Laufschuhkette in Deutschland mit den 4 größten Laufläden weltweit. Und zusätzlich gründete Ulf Lunge 2008 im mecklenburgischen Bessin im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Lunge Schuhmanufaktur mit einer eigenen Fertigung von Funktionsschuhen. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, und hier zeigen wir gleich nochmal die Präsentation, dass Ulf Lunge selbst ein passionierter Marathonläufer ist und sogar schon Hamburger Marathonmeister geworden. Wir haben da auch ein Foto, auf dem Sie gleich als Läufer zu sehen sind. Und das erklärt natürlich auch, woher Sie, Herr Lunge, Ihre Motivation für Ihr Tun und Ihre Firma nehmen. Im Vorfeld haben Sie mir schon mit Begeisterung erzählt, dass Sie auf verschiedene Weise mit Kreativschaffenden zusammenarbeiten, Stichwort Design und Marketing. Greifen Sie das doch gerne mal exemplarisch auf. Also mit welcher Art von Designern arbeiten Sie bei Lunge Co-Kreativ zusammen? Also wir haben vor einiger Zeit angefangen, eben mit der Manufaktur unseren Designprozess neu zu gestalten. Wir haben ein Startprojekt gehabt und haben fast 10 Jahre immer dieselben Schuhe gebaut, nur mit leichten Varianten. Und dann haben wir uns zwei Leichtathleten, die eben Industriedesigner sind und die eben auch von Hamburg witzigerweise nach Gudow gezogen sind. Mit denen haben wir dann angefangen, neu drüber nachzudenken, wie wir den Schuh der Zukunft kreieren sozusagen. Und hier rausgekommen ist dabei im Grunde genommen so eine Schuhwerft. Also wir haben das digital neu aufgebaut, das Ganze, und können daraus dann eben alle gewünschten Sohlen und auch Obermaterialien beziehungsweise Leisten ableiten. Ihr Sohn Jan Lunge ist ja IT- und Softwareentwickler und Kommunikationsdesigner. Er kann heute leider nicht hier sein, aber er hat beide Bereiche kombiniert und eine kundenzentrierte Dienstleistung entwickelt, nämlich einen QR-Code von der Kundenlaufbandanalyse. Wir haben da auch noch mal ein Foto, das wir gleich einblenden. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Hauptarbeit daran hat, muss ich dazu sagen, sein Bruder gemacht, der Alex. Der ist mehr so der Techniker. Und wir haben eben halt in den Laufläden, machen wir eine sehr genaue Analyse. Da sieht man es mal, das Laufband, dahinter ist eine Kamera. Und wir gucken uns den Laufstil an, weil wir wollen zu einer achsengerechten Beinbelastung kommen. Wir gucken uns also jeden Kunden individuell an. Und was mein Sohn hier gemacht hat, ist, dass er diese Videos dann eben in der Cloud speichert. Und wir geben dem Kunden einen QR-Code mit, sodass er sich diese Videos zu Hause nochmal in Ruhe anschauen kann oder auch mit seinem Arzt oder Therapeuten, was auch immer. Und wir können die beim nächsten Besuch verwenden, vergleichen mit den neuen Aufnahmen oder eben auch konkret Schuhe vergleichen. Und wir können dann eine ganze Reihe von Videos speichern. Ja, und das ist für uns schon ein herausragendes Werkzeug, mit dem wir im täglichen Geschäft sehr gut vorankommen. Und inwiefern befruchten sich die beiden Bereiche Dienstleistungen einerseits, also zum Beispiel diese Laufbandanalyse, und Produkte dann andererseits durch diese co-kreativen Prozesse? Ja, es ist natürlich so, dass unsere Erfahrung aus den Läden, die fließt eben stark ein in unsere Wunschbildung und damit eben halt in die Ziele unserer Entwicklung. Ne? Wir sehen den Schuh eben eher wie ein Formel-1-Wagen. Im Laufschuhbereich ist das jedenfalls der Fall. Und wir haben den Anspruch, das zu übertragen auf verschiedene andere Schuhe, also auch Bequemschuhe. Ne? Wir denken, dass Bequemschuhe könnten noch viel, viel besser sein. Wir haben dazu eben auch eine Serie entwickelt und werden die weiter fortsetzen. Und diese Erfahrung aus den Laufstudios mit den verschiedenen Fußtypen, Lauftypen und verschiedenen Ansprüchen, die setzen wir eben um in unserer Manufaktur. Ne? Und das wird in Zukunft eben noch viel stärker geschehen, weil wir eben weiter differenzieren können durch diesen neuen Prozess, durch diese neue Modulbauweise, die wir jetzt haben, und aber auch durch die vielen kleinen Erfindungen, die wir so gemacht haben und die wir da in den neuen Produkten dann zusammentragen. Und sind eben ganz verschiedene Leute, also meine beiden Söhne, die sind Programmierer oder eben auch Gestalter, aber eben halt eher
IT bezogen. Und unsere Nova Concept, die Bärsch-Brüder aus Gudo, die sind eben halt, das sind Formgeber, das sind Leute, die im 3D-Bereich gestalten können, die aber auch eben unseren Katalog gemacht haben und solche Geschichten. Und so also haben wir dann eben halt auch auf der Ebene unserer Lieferanten noch zusätzlich eben halt immer wieder Prozesse angestoßen, weil die auch bereit waren. Die sagten, fordert uns, ne? Sag doch mal, was wollt ihr denn oder so, wir können doch alles. Und so, aber die wissen eben nicht was, ne? Das ist das Problem. Und wir wissen sehr genau, was wir haben wollen und haben mit denen eben dann halt die einzelnen Sachen verlangt und auch bekommen. Und das macht totalen Spaß. Das ist halt eine sehr befriedigende Sache, wenn man auf der einen Seite 40 Jahre wie ich eben im Laden gestanden hat und Kunden bedient hat, die eben Wünsche hatten und wusste, das ist alles nicht das Wahre, so was ich da von den anderen bekomme. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, eben diese Dinge selber zu gestalten und zu sagen, jetzt ist es das aber, nicht? Und so erobern wir uns langsam eben unseren Markt und sind da auch mit sehr erfolgreich inzwischen und sind sehr zufrieden. Also das funktioniert so, wie wir uns das auch vorgestellt haben, dass wir eben sagen, lass uns doch jedes Detail nochmal mit Experten neu denken. Lass uns mal ganz weg von dem Alten, wie das bisher gehandhabt wurde. Da gibt es ja Leisten, da gibt es Maschinen für und so weiter. Und da haben sie gesagt, so schmeiß mal beiseite, wie müsste es denn eigentlich sein? Was wäre denn ideal? Und das macht halt echt Spaß, weil ich selbst auch nicht die Lösung habe. Ne? Ich bin ja auch nur ein einfacher Kaufmann sozusagen. Ich habe mich für die Zahlen entschieden, aber ich kenne eben Leute, die fantasierender, blumiger als ich. Und das macht eben Spaß, dann mit denen zusammen das in eine Form zu bringen, wo ich sage, ja, so kann es funktionieren. Das ist im Grunde wie das berühmte weiße Blatt, vor dem der Künstler jedes Mal wieder sitzt und zwar auf seine Fähigkeiten zurückgreifen kann, aber immer wieder bei Null beginnt und sich selbst und alles in Frage stellt. Da sehe ich so ein paar Parallelen. Wie finden Sie denn überhaupt die Kreativschaffenden? Wir reden ja immer viel über Digitalisierung. Würden Sie zum Beispiel auch eine Online-Plattform nutzen, um kreative Experten aus der Region zu finden, wenn man eben nach den richtigen Kriterien filtern könnte? Oder ist eben doch dieses Persönliche unübertroffen? Es ist ja so, wir sind nun schon 40 Jahre Unternehmer, ne? Darf man nicht vergessen. 40 Jahre bin ich selbstständig. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, ne, in dieser Zeit. Und insofern ich habe ja alles. Ich muss nur überlegen, wer da jetzt am besten in Frage kommt für das, was ich da für eine Fragestellung habe. Und insofern würde mir das jetzt vielleicht in bestimmten Spezialfällen durchaus nutzen können. Und wir werden das sicherlich noch weiter verkomplizieren, die ganze Geschichte, weil wir die Vorstellung haben, dass wir zu der Lotgröße 1 kommen. Das heißt also, jeden einzelnen Schuh auch gestalten können. Ja, und da kommen dann plötzlich wieder, da kann man dann wieder sagen, ja, lass da doch mal eine Horde Designer angreifen, da kann jeder sozusagen dann uns auch mal fordern und sich da, also wir sind eigentlich dann nur die Plattform sozusagen, ja, also insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass wir in der Richtung weiterdenken, dass wir eben versuchen, vielleicht sogar eine eigene Plattform zu machen und sagen, hey komm, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, hier könnt ihr jetzt loslegen. Sie haben es ja schon angedeutet mit Gudo. Also inwiefern hat denn co-kreatives Arbeiten auch mit Regionalität zu tun? Also Stichwort Zulieferer, Material, da spielt ja auch Vertrauen eine große Rolle. Ja, aber dieser persönliche Kontakt, das ist eben schon was. Also wir bevorzugen ganz klar, wenn wir zusammenarbeiten, Leute aus der Region. Ich glaube, das ein Orthopädietechniker ist, ob das eben halt ein... Wir haben witzigerweise jemanden gefunden, der in Rheinbeck ist, das ist relativ auf meinem Arbeitsweg von Hamburg nach Düsseldorf und der hat nun eine indische Schuhfabrik sozusagen. Mit dem kooperieren wir, weil das ist auch sehr interessant, weil der das natürlich auch schon seit Jahrzehnten verfolgt, das Business in dritter Generation. Und das ist interessant, auch so da Neuheiten zu schaffen und mit denen zusammenzuarbeiten. Und so ist doch eben halt mir der persönliche Kontakt und die Nähe, das ist mir schon sehr wichtig. Wir haben sehr viele Sachen zu besprechen. Im Moment geht es nicht anders, dann müssen wir es halt per Bildschirm machen. Aber es ist schon noch was anderes, wenn wir zusammensitzen und ganze Kartons an Mustern haben und dann das besprechen. Also da geht es schon hoch her, sag ich mal. Und deswegen ist mir das so lieb, dass unsere Designer in Gudo sind oder ich arbeite eben auch sehr gerne mit meinen Söhnen zusammen. Das ist schon ein sehr intensiver Austausch, nicht? Und wir haben ja in Wismar die Firma Visiotex,
die uns eben Schäfte auf ihren Strickmaschinen entwickelt haben. Und so, das ist schon eine andere Zusammenarbeit. Wir haben parallel dazu mit der Firma Stoll, die diese Strickmaschinen herstellt, auch zusammengearbeitet. Aber die sitzen da unten in Reutlingen. Ne? Das ist am Ende der Welt für uns hier. Nicht? Und da fährt man nicht mal eben hin. Und insofern, es ist auch noch, kommt noch hinzu, dass wir hier regional nicht nur eine andere Sprache sprechen, sondern auch anders denken. Ja, wir haben eine andere Denkweise. Wenn ich mit Pirmasens zusammenarbeite, was die Schuhhauptstadt in Deutschland ist, es ist einfach ein bisschen, wie soll ich mal sagen, da ist eine Denkbarriere. Ja? Die ticken anders, die gehen die Prozesse anders an und die legen die Schwerpunkte anders und so weiter. Aber hier mit den Norddeutschen, da geht das halt reibungsfreier. Muss man. Das ist doch super. Also Sie brechen eine Lanze für die Region. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob man nicht eine ko-kreative Laufgruppe ins Leben rufen könnte in Mecklenburg und dann sozusagen auf der Strecke mit Ihnen gemeinsam an neuen Ideen tüfteln. Vielleicht kann man das ja mal machen in Nach-Corona-Zeiten. Ja.